Entschuldigen Sie, können Sie mir noch die Lizenz... unterwegs nach oben und als nächstes dürfte Christoph guten schön unten parat stehen aus Mörlenbach. VW Polo ist hier angegeben. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Generation das da ist.
Zeichen im Podium. Die Top-Platzierung ist der Thomas Klaus, der vierte ist. Übernommen, diesen Tattoos von meiner Master, der Bastian Voss. Schlüsse gezogen aus dem ersten Start. Vielleicht auch aufgrund des in der Abfolge der Rennsportfahrzeuge wäre die vier Filme der nächste. Aus der Richtmarke der Single Sitter bis zur Ritter 1:42. Kommen sollen. Also,
dann mit Thomas Konrad dazu stoßen auf den Mario Fuchs, der beginnt hier mit 10724. 10724 für Mario Fuchs auf dem Mitsubishi Lancer Evo 9. Nico Schilling unterwegs, der Fahrgastgeber, Nico Kataya unterwegs, das der Großer Starlet, der Flying Finn. Was holt er auf dem Lancer? Setzte seine Top-Resultate in Romberg und in Eichenbühl als jeweils Achter. Ja, auch einer der Veranstaltungen. Die Touring Turbo, man hat es gesehen, wenn der Turbo dann mal einsetzt, dann geht es richtig nach vorne. Das war schon ein 40 Meter nach dem Start. Hier geht es. Oh,
Marke oder die Fahrwörter behalten, beide Autos gelb lackiert. Zu gewinnen, nämlich am Glasbach, weil es dann nämlich zusammengelegt wurde mit der 1400er Abteilung und da wurde in der so neu gebildeten Klasse 9. Ansonsten 4 astreine, lupenreine Siege von ihm. Dann Ralf Ladon. Thank you.
Das sieht hier stellenweise so aus, als wenn der Mann wieder aus seiner Klasse vorne mit 1.16.96 war Ralf Kleinsorg 1.18.27, dann Mario Hess 1.18.72. Und für Marco Rauch auf dem 128 Coupé
Michael Weber, Marcel Gab 1.13.28, also hier liegen die Marken sehr, sehr eng beieinander. Dann Werner Weiß mit dem Ford Escort RS 1800, er wird der nächste sein, der ist. Parallel zu seinem Bergengagement Rallis fährt. Ja, da bleiben wir den Heck auf die Kurve. Das ist der
Muster von Christian. Zeit ihr hier schon fahren konnte. Er war ja 2022 in Wotfeld der Tourenwagen-Sieger und der sechste Gesamt zu seiner Zeit, zu seiner besten Zeit. 2019 war er noch schneller unterwegs mit Frank Bamberg.